Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Ava Aquatica, aus Ava Aquatica. Wir sind hier in Ava Aquatica und zwar, da ist der Südhafen, da hinten. Und hier ist quasi ein bisschen was entstanden, aber nur ein klein wenig was. Das wollte ich euch kurz erklären. Hier standen ja noch große Fichtenbäume. Und diese Fichtenbäume, diese habe ich gefällt. Auch da vorn standen große Bäume, aber Tropenbäume. Diese habe ich auch gefällt. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, warum tut er die ganzen Bäume fällen? Braucht er denn zu viel Holz? Ja, ich brauche viel Holz. Und deswegen habe ich erstmal eine zentrale Stelle für das Holz gebaut. Eine provisorische Baumschule, kann man sagen. Auf der Karte sieht man sie schon oben rechts, die provisorische Baumschule, die steht nämlich hinter mir. Aber ich möchte euch erstmal hier zeigen, was ich hier gebaut habe. Und zwar, hier standen ja auch Akazien. Die Akazien habe ich gefällt. Und diese Akazien stehen jetzt auch mit. Da hinten sieht man schon ein paar Tropenbäume hinter dem Bambus. Und hier standen sie. Und das Zuckerrohr, das wollte ich jetzt aber nicht noch ein bisschen weiter rausnehmen. Das soll schon so bleiben. Was ich aber getan habe, was glaube ich auch zum Gunsten der Lamas ist, ich habe das Gehege etwas erweitert, sodass sie jetzt mehr Auslauf haben. Die waren ja nur auf einer kleinen Fläche eingefärcht. Das war natürlich nicht so günstig. Dasselbe habe ich auch mit den Kühen gemacht. Hier ist jetzt eine Katze drin. Die haben auch ein größeres Gehege. Und ich habe mal ein bisschen in den Playlists rumgesucht und habe mal ein paar neue Lieder mit hinzugefügt. Und hier, also die Schafe, die sind so geblieben, die Gehege. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe. Aber ich glaube weniger. Hier ist ein Berg weg. Und zwar war ja der liebe Stadtschreier zu Besuch, der liebe Kalkai. Und mit ihm habe ich zusammen den Berg und auch diese Fläche hier freigegraben. Und wir sind im Endeffekt bis hier hochgekommen. Und auch schon einen Durchbruch nach hinten haben wir geschafft. Natürlich noch sehr viel Sandstein, den wir hier abtragen müssen. Hier geht es wieder nach unten. Hier steht noch ganz viel Sand. Ganz viele Fackeln vom Sandabbau. Naja, und hier hinten ist ja schon die nächste Kreuzung. Und ich habe aber was anderes mit euch vor. Ich wollte jetzt noch mal was mit euch tätigen. Bevor wir dann schlussendlich auch endlich mal mit Bauen beginnen, wollte ich mit euch eine kleine Abenteuerreise beginnen. Und zwar in die Umgebung von Ava Aquatica und drüber hinaus hinweg. Ich kann mal kurz die Karte öffnen. Wenn ich jetzt hier raus zoome, haben wir hier diese ganz große Landmasse von Ava Aquatica. Und hier oben ist quasi der Dschungel bis hier hoch. Den habe ich noch gar nicht komplett aufgedeckt. Und das wird Thema sein, erstmal den Dschungel hier ein bisschen aufzudecken. Und auch drüber hinaus ein bisschen diese Umgebung zu erkunden. Denn ich brauche ganz viele Glocken. Und diese Glocken, die bekommt man ja nur aus Dörfern. Ich glaube, erhandeln kann man sie nicht. Das ist natürlich sehr schade, aber nun gut. Müssen da eben ein paar Dörfer ihre Glocken berauben. Und wenn sogar ein Dorf zwei Glocken hat, ist es natürlich noch besser, kann ich eine stehen lassen. Das ist natürlich super. Und hier erstmal zu der Baumschule. Schaut mal. Hier sind zwei Reihen Eichenbäume. Eine habe ich letztens erst gefällt gehabt, darum ist meine Axt auch so kaputt. Hier sind ein paar Fichten, die sehen ein bisschen komisch aus, weil ich das Laub gefällt habe. Und ja, zwei Reihen Eichen, eine Birkenreihe, eine Akazienreihe, wo ich tatsächlich erstmal nochmal ein wenig weiter nach rechts versetzen musste,
weil sie zu nah zu dem Birkenlaub dran waren. Da sind die Blätter nicht despawned. Und es ist Wahnsinn, wie viel Platz. Oh, es regnet. Wie viel Platz solche Akazienbäume einnehmen. Schaut mal. Vom Hauptstamm aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist erst Ende. Und das auch zur anderen Seite hin. Nur das hier zur anderen Seite hin. Da vorne ist noch ein bisschen weiter gewachsen, sogar 6. Oder auch ein bisschen ins Tropenlaub rein. Na gut. Hier sind noch ein paar Tropenbäume und auch ein paar, ist mal alleine hier, ein paar Fichtenbäume angepflanzt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Schwarzeiche. Und ich gehe gleich mal hier schlafen. Hier sind die ganzen Setzlinge übrigens drinnen. Und hier das Holz, was ich hier schon gefällt habe, ist schon ein bisschen was an Holz zusammengekommen. Und hier ist ein bisschen Laub und Ranken, Äpfel, was eben alles so ein Baum von sich gibt. Ja, so sieht ein Tag aus. Wenn es regnet, ist es sehr trüb. Und ich hatte mir gedacht, das mache ich auch, jetzt können wir erstmal schlafen, Wolken einzuschalten. Die Wolken, wo waren die? Mir letztens mal aufgefallen bei Grafikeinstellungen. Bei Details. Wolken aus. Standard. Ne, Standard sieht blöd aus. Schnell. Diese uralten Wolken wollte ich haben. Wisst ihr? Grafikeinstellung, Details. Schön. Das waren die Wolken. Genau. Das waren die Wolken, meine lieben Freunde. Ja, ich bin voller Inge und ich möchte ja auch jetzt richtig losstarten. Und ja, hier waren ja die Eichenbäume vorerst. Hier sind noch ein paar Überbleibsel davon. Hier hat sich noch ein klein wenig verändert, habt ihr ja schon zum Anfang der Folge gesehen, hier ist der Eingang. Hier war ja ein kleiner See. Das heißt kleiner See, kleiner Teich, kleiner Tümpel. Da habe ich auch immer mal geangelt. Und ich habe ja auch einiges rausgefischt, sage ich jetzt mal. Und das wird ein kleines Becken sein, wo man sich drinnen entspannen kann. Und ich habe ja auch ein bisschen was gefangen. Und zwar ganz schön viel Fisch. Kugelfisch, einen Tropenfisch auch. Und hier auch noch ein paar Sachen. Unter anderem auch ein verzaubertes Buch. Und hier noch eins. Und ja. Das sind die Sachen, die man da rausbekommt. Eine kaputte Angel. Kriegt man da auch raus. Und hier mit der Zuckerrohr Beobachte. Den ist er da oben Beobachte. Mäht das hier ab. Ich habe hier noch ein bisschen Sandstein. Sandstein, weil ich hier angefangen habe, ein Gebäude zu bauen. Und bei dem Gebäude steigen wir jetzt mal ein. Und werden hier probieren, mal etwas drauf zu zimmern. Ich habe mir so gedacht, ja, wir können ja mal hier ein Gebäude dran bauen. Das schaut bestimmt schön aus. Wenn wir das Ganze auch ein wenig in die Umgebung mit einprägen. So, jetzt müssen wir das hier, ich tue mal hier noch einen hoch. Das heißt hier noch zwei hoch. Das heißt, wir springen mal hier rüber. Da können wir ja das ja schon mal abbauen. Das stört uns ein bisschen. Springen wir hier wieder rüber. Mal hier und hier zwei hoch. Und hier können wir da hochspringen. Und das so machen. Und da kommen wir sogar auch ran. Und dann springen wir mal hier rüber. Und da tun wir den wegfällen. Fällt da runter, okay. Und springen wir hier rüber. So, und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine wunderschöne Deckenhöhe. Und ich tue mal an der Stelle hier mal nach unten springen.
und werde an der Stelle. Da habt ihr gerade gesehen. Was habe ich gemacht? Das habe ich gemacht. Diese Steine hier einfügen. Drei hohe Fenster. Bodentief. Oder? Machen wir die bodentief? Wir können die auch ganz hoch ziehen. Ganz hoch ziehen und dann so. Warte, ich schaue mir das mal kurz von unten an. Hier hängt auch noch eine. Ja, das schaut schon besser aus als das hier. Das schaut schon besser aus. Gehen wir mal wieder nach oben. Setzen wir mal hier oben noch einen drauf. Ich habe auch die Musik etwas lauter gestaltet. Ich hoffe, die ist jetzt auch ein bisschen besser zu hören. Ich kann sie ja noch einen kleinen Tick lauter. Geht alles. Da ist sie ein bisschen besser zu hören, weil in den letzten Aufnahmesessions habe ich die immer so aufgedreht, dass ich sie gut verstehen kann. Und wenn sie aber sehr laut ist, rede ich automatisch auch lauter. Was natürlich gut ist. Hier mache ich mal komplett dicht. Und ihr hört sie natürlich auch. So, an der Seite würde ich aber das komplett dicht machen wollen. Aus einem Grund, weil hier ja noch ein Gebäude drankommt. Wir sind ja hier in der Stadt. Und da sind die Gebäude eng beieinander. So. Und an die Seite, da wollte ich mir einen Trick vorbehalten, und zwar eine Trennwand aus Birkenholz. Und dann müssen wir mal hier dann so sagen, alle, wie viel machen wir denn da hier hinten dann so eine Säule hin? Wir haben ja vier Platz gelassen, ne? Und eben hier nur drei. Da würde ich sagen, darf ich auch nicht so viel wegnehmen. Machen wir hier drei und machen das hier genau auf der anderen Seite. Oh, hier ist noch Luft. So. Da haben wir jetzt hier fünf. Ja, da müssen wir hier auch vier machen. Das muss sich schon aufgehen. Das muss sich schon aufgehen. Dann wird das hier eine Wand mit jeweils immer nur vier. Und da gehen wir hier auch komplett so durch, als wäre das hier eine zur. Nee? Das ist der falsche Stein. Eine zur Wand. Genau dasselbe auf der Seite. Da kommt auch später mal ein Gebäude hin. Und deswegen ist es hier ohne Fenster. Nee. Haben wir keinen Stein mehr? Keinen geschnittenen Stein. Nein, ein geschnittenen. Hier ist er, der geschnittene. Ja, wie ihr gemerkt habt, ich habe die Folgen jetzt von Montag bis Freitag, jeden Tag gibt es eine Folge. Es ist ein bisschen zeitiger, um 17:15 Uhr. Statt 17:30 Uhr. Schauen wir mal, wie das ankommt bei euch. Aber so groß wird das wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen sein. So. Und hier machen wir jetzt was ganz Verrücktes.
Wir gehen hier so hier mit einer Treppe. Hier so lang. Oh ne, das nicht. Der geht ja so. Machen wir das auch mal so. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Und es hat genau gepasst. Schaut euch das an. Ein paar Treppen haben wir noch. Hier kommt jetzt ja dann so eine Schicht drauf. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Wir müssen aber mal noch kurz schlafen gehen. Sind wir allein? Wir sind noch allein. Und ich habe das mit den auf den Betten springen noch nicht so wirklich rausgefunden. Man soll ja angeblich keinen Schaden bekommen. Schaut das auch schön aus mit den Wolken, finde ich. Gute Nacht. So, jetzt haben wir geschlafen. Wie kommen wir jetzt hier nach oben? Schauen uns das erstmal an. Von außen. Na, hier kommt dann noch ein Gebäude ran. Alles gut. Genau, da würde ich jetzt oben mit so einem Kranz aus. Ja, das gefällt mir. Das schaut gut aus. Gehen wir mal kurz hier nach oben. Gehen wir auch mal komplett hier drüber. Da wir eh einen nach draußen gehen werden, zumindest an der Vorderfront. Hier noch einen. Hier und hier ist auch noch eine. Und hier vorn. Ne, müssen schon noch hier vor. So. Da haben wir den hier. Und den. Den können wir dann so machen beispielsweise. Und dann kommt dann hier die Penöpse drauf. Für die nächste Etage. Hat sogar gepasst. Dann hier noch ein paar Stufen. Die würde ich hier dazwischen setzen wollen. Ein großes Fenster. Hier hat man auch eine große Wohnfläche. So. Schauen wir mal. Tun wir uns mal hier wieder nach unten graben. Und schauen wir mal, wo wir hier den Treppenaufgang machen. Ich würde ihn tatsächlich auch an diese Position bringen. Auch wenn es etwas eng wird, das würde eigentlich passen. Würde eigentlich passen. Machen wir das doch auch so. Machen wir den Treppenaufgang hin. Ich habe gerade keine Fackeln im Inventar.
Aber ich hole erstmal Birkenholz, um zu zeigen, was ich hier vorhabe. Ich habe übrigens beim Denkmal hier hinten, das kann ich auch gleich schon mal vorab sagen, reicht ein Stack Birkenholz. Hier so eine Wand wollte ich dahin ziehen. 40. Ich mach mal 60 und mach auch mal ein paar Türen. So, und hier haben wir ja das große Denkmal. Und bei dem großen Denkmal habe ich hier die zwei fleißigen Helfer verewigt. Und die findet ihr hier. Ich hoffe, das ist so richtig geschrieben. Wenn nicht, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Dann kann ich auch gerne etwas umändern. So, dann die Tür so hier hin. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, das ist. So ist es nicht gedacht. Mal die Treppe wegnehmen. Ja, da passt der letzte Block nicht hin. Da müsste man hier den da machen. Jupp, da müsste man den machen. Hier brauche ich das nicht zwingend. Aber hier müsste ich das tun. Oder? Genau. Ach, ich brauche ja nicht runterspringen. Ich kann ja hier den da machen. Nee, das war einer zu viel. So, und da haben wir das hier auch schon fast erledigt. Mit der Wand zumindest. Oder muss ich mal ganz kurz hier parallel hier mit hochziehen? Weil hier ja eine Tür noch mit dabei ist. Und da haben wir hier eine Trennwand. Und da drüben fehlen noch ein paar. Ist aber kein Problem. Machen wir das einfach so. Und da weiß man, da ist was dahinter. Aber das braucht man ja nicht unbedingt sehen. Und da kann man dann hier hinten rumlaufen, wie man lustig ist. So ist der Plan. So ist der Plan. Und hier fehlen definitiv noch Fackeln. Und die hole ich mir jetzt auch. In Form von Laternen zu einem. Aber wir haben doch noch Fackeln. Redstone-Fackeln. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Hier ist auch nicht wirklich was drin. Müssen wir noch mal welche craften. Und unser Essen ist auch alle. Schauen wir mal. Bambus. Zwar hier. Erstmal ein Stack Stickies.
Also ich nehme Bambus immer gern, um Stöcke herzustellen. Ist eine leichte Methode. Nehmen wir uns hier mal einen halben Stack davon und haben zwei Stacks Fackeln. Und die nehmen wir mal mit. Das tun wir mal hier mit rein. Zack. Auch ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Jetzt könntest du ja mithören quasi. Ah, das schaut schon nach was aus. Das schaut schon nach was aus. Hätten wir ja auch gleich ein paar Dings mitbringen können. Na, wie heißt's? Schon wieder vergessen. Was wollte ich denn gerade sagen? Jedenfalls wollte ich jetzt da nee, nicht da. Und da Laterne aufhängen. Oder sieht das. Nee, das sieht blöd aus, wa? Es reicht auch, wenn die hier in der Mitte sind. Oder so eine einzelne Laterne mitten in der Mitte. Reicht doch bestimmt auch. Aber auf der Seite wollte ich hier Fackeln hinpacken. Und es wird schon wieder Nacht. Ja, da würde ich sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.